Willkommen bei Vivat Vinum. In dieser Folge besuchen wir wieder zwei österreichische Salonsieger. Davor aber schauen wir noch kurz nach Podersdorf, denn dort gibt's jetzt im September tolle Wochenendevents. Kunstkürbis Keller nennt sich die Veranstaltungsreihe des Altweibersommers in Podersdorf. Der romantische Ort am Neusiedlersee ist ein beliebter Treffpunkt für Sonnenanbeter, Freizeitsportler und Weinfreunde. Der Podersdorf Altweibersommer findet immer von Mitte September bis Mitte November statt. Es ist so, dass meistens schon der heurige Wein in der Flasche ist, den kann man dann natürlich schon verkosten. Der Kürbis steht natürlich jetzt für Kulinarik zum Beispiel. Der Wein gehört zur Kulinarik natürlich noch dazu. Und was rundet diese beiden Gaumenfreuden oder diese beiden Gusterstücke besser ab als wie ein bisschen Kunst und Kunsthandwerk dazu? Am 14. und 15. und am 28. und 29. September erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm. Zudem sorgt die pannonische Sonne auch im Herbst noch für angenehme Temperaturen zum Segeln, Surfen und Radfahren. Etwas kühler ist es dann schon beim Podersdorfer Martini-Loben vom 7. bis 10. November. An zwei Tagen haben die Winzer ihre Keller geöffnet. Das Highlight des Events ist am 9. November der Hirte-Einzug. Die Hirte waren früher die ganze Zeit draußen, haben die Weingarten gehütet mit ihren Peitschen, die Vögel vertrieben. Und das war immer ein besonderes Fest, wenn sie eingezogen sind. Und das wollen wir wiederbeleben jetzt für die offenen Kellertüren, was wir veranstalten hier. Also wir sind seit drei Tagen da, also seit es losgegangen ist, seit Donnerstag. Ich muss sagen, von Anfang an bis jetzt, es gefällt mir sehr, sehr gut. Das werden wir nächstes Jahr wieder kommen. Wir auch. Das gesamte Programm und die Termine dafür finden Sie auf podersdorf.at. Nur unweit von Podersdorf entfernt liegt das Salonsieger Weingut Wurzinger in Thatten. Gastfreundschaft und guter Wein laden hier zum Verkosten ein. Mitten im Seewinkel, wo der Nationalpark beginnt, liegt das Weingut Wurzinger. Intensive Weingartenpflege und eine sorgfältige Auswahl der Trauben sorgen dafür, dass nur gesunde Beeren zur Verarbeitung kommen. Dort wird das Lesegut nochmal selektiert und somit die Basis für mehrfach prämierte Weine geschaffen. Unsere Topweine sind eben der Welscherriesling, der alte Weingarten, der Sauvignon Blanc Rosengarten, der Zweigelt Heideboden und noch unser Ried Kreuzjoch, unsere Cuvée, unsere Top-Cuvée. Wir versuchen Weine zu erzeugen, die den Leuten Freude machen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Die Menschen sollen am Wein Freude haben. Ebenso wie die Winzer selbst, die Weinfreunde jederzeit willkommen heißen und auch gerne in die Winothek zum Verkosten laden. Ob rot oder weiß, Familie Wurzinger versteht es, optimale Weine zu keltern. Also im Weißweinbereich sind es Sauvignon Blanc, Welschriesling, Chardonnay und Grüner Veltliner. Und wir haben auch eine Weißwein-Cuvée, die Oberzig heißt. Und bei den Roten ist es Zweigelt hauptsächlich, Blaufränkisch, St. Laurent, ein bisschen Cabernet und ganz wenig Merlot. Obwohl der Rotwein im Weingut mengenmäßig dominiert, errang die Familie Wurzinger schon zwei Salonsiege mit Weißweinen. 2012 mit ihrem Welschriesling Alter Weingarten und 2013 mit ihrem Sauvignon Blanc Rosengarten. Wurzinger Sepp hier aus Thatten war einer der ersten Winzer, der gekühlte Vergärungen durchgeführt hat, der eine totale Selektion im Weingarten und am Weingut durchgeführt hat und hier auch im Bereich Rotweine Akzente setzt mit ganz tief dunklen, schweren, aber doch eleganten Rotweinen, hier die Weinfreunde sehr, sehr glücklich macht. Die Wurzingers sind also kompetent und gastfreundlich. Eine Winzerfamilie mit Herz und Verstand. Und jetzt besuchen wir die Rieslingkönige Österreichs, die Salonsieger Sepp und Josef Dockner aus dem Kremstal. In Höbenbach im südlichen Kremstal findet man Österreichs beste Riesling-Produzenten, Sepp und Josef Dockner. Sie belegten mit ihren Topweinen die ersten drei Plätze der Kategorie Riesling im Salon Österreich Wein. Ein bisher einmaliger Erfolg in der Geschichte des härtesten Weinwettbewerbs des Landes. Das Geheimnis dahinter klingt eigentlich recht einfach. Beim Riesling achten wir besonders darauf, dass wir die Trauben, die Schale und den Saft etwas länger stehen lassen, dass sich die schöne Frucht von der Schale in den Saft gut auslagern kann. Und wir versuchen natürlich beim Riesling diese ganz typische Primärfrucht in den Wein hineinzubekommen.
All das ist natürlich nur dann möglich, wenn die Trauben im Weingarten schon bekommen, was sie zur optimalen Entwicklung brauchen. Ja, sehr viel Laubarbeit, händisch natürlich, ständige Kontrolle mit naturnaher Bewirtschaftung. Und nur die gesunden Trauben werden dann in den Keller gebracht. Ich bin verantwortlich für die Traubenproduktion, für den Weingarten und mein Sohn ist der Kellermeister. Ein wichtiges Detail fehlt noch für die Produktion von Topweinen, das Terroir. Und hier rund um das Stift Göttweig könnte es besser nicht sein. Wir haben verschiedene Böden. Wir haben am Göttweiger Berg den Konglomerat, den Urgestein, den Löss und den Lehmlöss und den weißen Sand. Also wirklich eine perfekte Ausgangsposition für tolle Veltliner und Rieslinge. Aber auch Rotweine gedeihen rund um den Göttweiger Berg. Vor allem der Zweigelt. Er ist auch die Grundlage für die Top-Rotwein-Cuvée des Hauses, den Sacra. Ein Wein mit Geschmack und Geschichte. Wir sind stolze Göttweiger Winzer und können das immer wieder nur betonen. Und darum ist damals die Entscheidung gefallen, unseren Top-Rotwein-Cuvée Sacra, der Heilige, der Wein vom Heiligen Berg, zu nennen. Der Zusammenhang liegt auf der Hand, denn das Stift ist allgegenwärtig. Auch von der Terrasse des neuen Verkostzentrums aus ist es gut zu sehen. 2011 erst wurde dieser imposante Bau errichtet. Perfekt designt und zugeschnitten auf die Verkostung der hauseigenen Topweine. Gelagert werden die edlen Tropfen nach wie vor im älteren Teil des Weinguts. Zum einen im Gewölbekeller mit prachtvoll geschnitzten Weinfässern und zum anderen in einem modernen Keller, ausgestattet mit neuester Technik. Auffallend sind die Bilder prominenter Persönlichkeiten auf den Fässern. All diese sind Paten eines Weinjahrgangs. Denn jedes Jahr lädt Familie Dockner einen Promi zur Weintaufe, dem dann ein Ehrenplatz auf einem Fass gewidmet wird. Gastfreundschaft wird hier noch hochgehalten, auch im heurigen Lokal, das gleich gegenüber dem Weingut liegt. Ein Top-Betrieb, der bereits zweimal hintereinander zum beliebtesten heurigen Niederösterreichs gewählt wurde. Auch das ist ein eindrucksvoller Beweis für das Qualitätsdenken der Rieslingkönige Österreichs. Ein Titel, mit dem sie jüngst erst geehrt wurden. Mehr Infos gibt's unter dockner.at. Zusätzlich zu dieser Sendung gibt es jetzt im September auch noch ein Vivat Vinum Special, in dem wir Ihnen weitere Salonsieger präsentieren. Alle Infos dazu finden Sie auf vivatvinum.tv. Schauen Sie mal rein. Ich freue mich auf Sie. Bis dann.